Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber es ist schon wieder soweit und meine guten Freunde von Make-up Revolution haben, Achtung, schon wieder eine komplett neue Marke rausgebracht. Und ich habe die ersten Produkte schon bekommen und ich wollte keine Zeit verlieren, um sie euch heute zu zeigen. Es geht heute um XX Revolution. Das ist ein neuer Ableger aus dem Hause Make-up Revolution. Es gibt ja auch Make-up Obsession, Revolution Beauty, was es nicht alles gibt. Und ich habe die ersten Produkte hier. Es sind noch nicht alle Produkte da. Ich habe noch eine Lidschattenpalette und ein Eyegloss oder ein, weiß nicht, was es ist. Irgendwas fürs andere Auge. Das ist noch nicht da. Das zeige ich euch in einem anderen Video, aber sehr gerne nochmal. Aber ich dachte mir, wir reden heute über die Base-Produkte vor allen Dingen. So dass ich euch wieder einen Langzeittest zeigen kann. Ich habe die Sachen auch gestern schon getragen und Spoiler-Alarm, ich habe damit nicht gerechnet. Die Produkte sind preislich etwas teurer als die normalen Revolution-Produkte. Ich blende euch selbstverständlich auch die Preise zu den einzelnen Produkten hier wieder ein und verlinke euch die Produkte, die ich gekauft habe, einmal unten in der Infobox. Ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und ich droppe einfach alle Informationen, die ich habe. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich hoffe, ihr hattet alle ein zauberhaftes Wochenende. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Es wird besser, es haben mittlerweile schon 65% meinen Kanal abonniert. Das heißt, es fehlen noch 35%, die es noch nicht getan haben, aber ihr trotzdem immer wieder kommt, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann jetzt Teil der Giacomo Army werdet. Und wir fangen jetzt an, denn es sind einige Produkte da und ich habe eine ganz besondere Meinung dazu. Und zwar, Revolution und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher. Ich bin nicht der größte Freund von den Produkten. Was sie sehr gut können, sind Base-Produkte. Und ich habe mir auch einige Base-Produkte gekauft und ich finde, ich zeige es euch einfach. Ich würde vorschlagen, wir fangen an mit einer Feuchtigkeitscreme. Ich brauche eine, weil mein Gesicht ist hundetrocken. Lassen das Ganze kurz einziehen und wir fangen an mit einem Spray. Das finde ich ganz spannend. Das ist nämlich das Face Fix Spray. Das soll die Haut verjüngern und das Make-up fixieren für Radiant Skin, also so einen leichten Schein geben. Es gibt viele verschiedene Setting-Sprays und die sind nicht nur mit 5 Produkten rausgekommen, sondern gefühlt mit 40 Produkten. Schaut gerne da mal bei Douglas vorbei. Gibt es auch aktuell nur bei Douglas in Deutschland. Und damit sprühe ich mir jetzt einmal übers Gesicht. Das ist vom Duft her so ein bisschen, nicht Kokosnuss ist falsch, aber es ist schwierig zu beschreiben, der Duft. Also es riecht okay, es riecht jetzt aber auch nicht so, oh, das möchte ich den ganzen Tag riechen. Es verfliegt sehr, sehr schnell und es hat einen schönen feinen Sprühnebel. Ich gebe mir das aber eher so ein bisschen nochmal als Base drunter. Und wir machen weiter mit dem nächsten Produkt, was ich gestern schon auch getestet habe. Ich habe alle Produkte schon getestet gestern. Ich kam nicht drauf klar. Das ist das Cloud Complexion Produkt von XX Revolution, das ist der Primer. Das kommt in einem Glastiegel und vielleicht könnt ihr es in der Kamera so ein bisschen miterleben. Das Packaging der Produkte ist das hochwertigste, was ich aus der Drogerie kenne. Das ist ganz krass. Es ist natürlich auch teurer als Rival de Loup beispielsweise. Es ist aber sehr, sehr hochwertig. Es ist ein super schwerer Glastiegel und hier drin, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist wie so Sahne. Das ist. Ich kam darauf gestern nicht klar. Also er heißt Cloud Primer. Er ist so ein bisschen silikonig. Und man braucht eigentlich nur ein ganz kleines bisschen. Ich habe schon wieder viel zu viel benutzt. Das ist wie aufgeschlagene Sahne, die ihr euch ins Gesicht gebt und dann verteilt. Es steht nicht viel drauf. Auch das Umpackaging, das habe ich gestern schon weggeworfen, ist sehr, sehr hochwertig. Er zieht sehr, sehr schnell ein und er fühlt sich nicht so typisch silikonig an, aber doch wieder so ein Stück. Ich habe so eine Textur noch nie beschrieben. Ich habe sowas noch nie in den Fingern gehabt. Sehr feucht, ein bisschen silikonig, ganz weich. Und ich finde, die Haut sieht mit diesem Primer vom Effekt schon wunderschön aus. So ein bisschen ausgesoftet, aber sehr mit Feuchtigkeit versorgt. Tatsächlich stelle ich es mir so vor, wenn ich in eine Wolke fassen würde. Weich und feucht. Gefällt mir unglaublich gut. Riecht auch nicht zu stark, also auch hier ein ganz, ganz softer Duft. Sehr hochwertig fühlt sich das Ganze an. Ich habe so ein bisschen wieder das Gefühl bei Revolution, dass die Produkte Dupes zu anderen Produkten sind. Bei manchen fällt es mir sofort auf, bei manchen nicht. Falls ihr das Dupe zu einem Produkt findet, bei euch vielleicht, schreibt mir das doch einmal gerne in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit machen wir weiter mit den Foundations. Denn
XX Revolution ist selbstverständlich auch mit zwei verschiedenen Foundations in 50 oder 55 Farben rausgekommen. Boom. Ich weiß nicht, wie lange sie daran gesessen haben, aber das ist schon wirklich. Die Farben bei Revolution sind eh sehr, sehr bunt durchmischt. Wir haben viele verschiedene Untertöne, wir haben viele verschiedene Shade Range Abstufungen. Und ich habe beide Foundations einmal gekauft. Ich habe als erstes hier einmal die Foundation. Welche ist denn das? Einmal die pinke und einmal die schwarze. Die eine ist die Glow Skin Foundation und die andere ist so ein bisschen was anderes. Ich habe sie einmal in der Farbe FX9 und FX10 und ich zeige euch jetzt mal, wie groß dieser Farbunterschied zwischen den Farben ist. Ich habe bestellt, als die Produkte das den ersten Tag online waren und da habe ich auch noch nicht so viele verschiedene Farben oder Swatches finden können. Ich glaube aber, ich habe einen ganz guten Treffer gemacht. Die obere ist die pinke und die untere ist so ein bisschen die. Ja, ich glaube, das ist die etwas deckendere. Ich habe gestern beide gemischt und ich würde das Ganze auch gerne heute nochmal machen, weil farblich das Ganze einfach ein bisschen besser passt. Die untere, die schwarze, oxidiert ein kleines Stück, was die pinke nicht tut. Die ist aber auch vom Unterton sehr pink. Und viele von euch hatten mir geschrieben, dass ich doch auch gerne mal pinke Foundations testen soll für mich, weil ihr vermutet, dass das besser zu meiner Hautfarbe passt. Und Spoiler-Alarm, es tut's. Gebt mir von beiden Foundations einfach so zwei Pumpstöße auf meine Mischplatte. Wenn ihr wollt, dass ich euch die Foundations nochmal einzeln teste, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch zu diesem Produkt nochmal so ein zweite Meinung Video, beziehungsweise es ist ja heute kein First Impression. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, bei Base-Produkten. Ich gucke mal, dass ich euch auch nochmal so ein kleines Feedback am Ende irgendwie mit einblenden kann. Ich habe die Sachen gestern aber getragen und es war schon wirklich krass. Der Primer ist gut eingezogen, Haut gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Foundation ist jetzt gemischt. Und ich trage mir jetzt einfach mal erstmal eine halbe Seite auf. Und dann hole ich euch auch ein Stückchen näher ran. Weil das, was ich dort sehe, es ist unglaublich. Die Foundations sind auch nicht wirklich krass parfümiert. Also so einen leichten Duft haben die. Aber eher nur so ein bisschen, um den eigenen Foundation-Geruch zu verdecken. Auch bei den Primern gab es übrigens super, super viele verschiedene Alternativen. Ich habe mich jetzt für den entschieden, der mir natürlich auch am besten optisch gefällt und den ich am spannendsten finde. Es gab Feuchtigkeitsspenden, es gab mattierende, also wirklich, die haben, ich weiß nicht, wie die da arbeiten. Die bringen ja mehr Produkte raus, als ich meine Unterhose wechseln kann. Und das tue ich jeden Tag. Ihr könnt schon sehen, wie das Finish ist so ein bisschen. Ich hole euch ein Stückchen näher ran. Schreibt mir gerne auch nochmal in die Kommentare, wie ihr das Color Match findet. Ich glaube, dass diese beiden Foundations zusammen ist die bestpassendste Farbe, die ich in meinem Leben hatte. Durch diesen leicht pinken Unterton, aber auch dieses etwas dunklere. Mega, mega schön. Ihr seht, die Deckkraft ist medium bis full. Nicht zu doll, aber. Und ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Als ich das gestern benutzt habe, dachte ich mir, wie geht das? Man braucht auch hier nur eine ganz kleine Menge an Foundation. Ich finde, sie sieht ungesettet, nicht ganz so schön aus wie gesettet. Aber das kann auch am Primer liegen. Ich wollte euch den Primer jetzt natürlich nochmal zeigen. Ich werde das Ganze natürlich auch die nächsten Tage nochmal mit einem anderen Primer testen. Der Primer mattiert so ein bisschen auf jeden Fall. Und ohne Primer wäre das Ganze wesentlich glowiger. Aber Deckkraft bombastisch gut. Und ich kann es jetzt schon sagen, das ist für mich, oder diese beiden zusammen, sind für mich die schönsten Foundations, die Revolution, seitdem es sie gibt, rausgebracht haben. Ich habe ja die Conceal and Hydrate und diese große andere mit diesem riesen Tarte Shape Tape Applikator schon benutzt. Diese Foundations sind die schönsten Foundations, die sie rausgebracht haben. Sie sind auch etwas teurer. Ich glaube, die kosten 17 € oder so. Ihr habt es ja eben gerade gesehen. Ich muss das im Nachhinein dann raussuchen erst. Unglaublich. Das ist unglaublich, wie diese Foundations auf dem Gesicht aussehen, wie sie halten vor allen Dingen den ganzen Tag. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, beziehungsweise Samstag, hatte Masken auf und meine Nase sah am Ende des Tages nicht ganz so krass abgerubbelt aus wie bei anderen Foundations. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben in den letzten Monaten, dass sie halt so viel Produkte rausbringen können und die mittlerweile, also aus dieser Reihe zumindest, abliefern. Das war ja so ein bisschen immer meine Kritik, auch bei Anastasia Beverly Hills und vor allen Dingen bei Revolution, dass sie so viele Produkte rausbringen und ich das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen vernachlässigen, dass die Produkte halt auch wirklich gut sind. Freunde, Foundation, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gefällt euch der erste Eindruck davon? Ich bin wirklich begeistert. Ich liebe diesen Glow. Die Haut sieht super mit Feuchtigkeit versorgt aus.
Gehe jetzt auch nochmal mit dem Spray einmal rüber. Das mache ich immer ganz gerne, einfach um das Make-up auch lang anhalten zu kriegen, weil was bringt mir das Setting Spray am Ende, wenn ich es auch schon auf die Foundation haben kann. Was ich ein bisschen komisch fand, ich weiß nicht, ob es nur an Douglas lag oder ob es an Revolution lag, es gibt nur eine Art von Concealer und das ist dieser hier. Das ist der mit dem schwarzen Deckel, passend zu der schwarzen Foundation. Das Packaging, ihr seht es ja jetzt, das ist super hochwertig. Das ist Glas, das erinnert mich so ein bisschen an Hourglass. Auch hier gab es, glaube ich, 50 Farben. Ich habe mich selbstverständlich für die falsche entschieden, aber als ich sie aufgetragen habe, dachte ich mir, wow. Der ist sehr pink. Das ist die Farbe CX9, also passend zu dieser Foundation hier. Und den trage ich mir auf. Schaut euch mal bitte dieses Füßchen an, Freunde, hier. Das sieht aus wie ein Pferdefuß, aber richtig, richtig krass. Der hat eine angenehme Deckkraft. Ich bin nicht so ein großer Fan von dem Füßchen, aber das ist schon, weil da kommt halt nicht so viel Produkt runter, ne? Aber der ist von dem Unterton etwas pinker, passt dann besser zur Foundation. Der Kontrast zu meiner Base ist dann nicht so hoch und er korrigiert meine Augenschatten drunter komplett. Weil normalerweise nehme ich ja immer sehr helle Concealer und die reichen dann nicht so wirklich. Dieser Concealer hier, er creased nicht, er sieht schön aus und er ist nicht trocken. Also er versorgt die Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Produkte, die sie jetzt hier auf den Markt gebracht haben, die verbesserten Produkte sind von den anderen Revolution-Reihen. Also Make-up Obsession, finde ich beispielsweise, ist ja eher so die Kinderversion. Dann gibt es Revolution, Revolution Pro. Die verstehe ich gar nicht, weil ich finde, daran ist nichts wirklich Pro. Aber diese hier, das ist so wie, wir haben eure Kritik gehört und wir haben sie umgesetzt in etwas, was ihr haben wollt. Und das hat mir tatsächlich gestern, als ich die Produkte das erste Mal benutzt habe, gezeigt, wow, das funktioniert. Man kann Kritik äußern oder sie waren einfach nur wirklich sehr, sehr gut und haben viel, viel Glück gehabt mit den Produkten. Der Concealer lässt sich ultra schnell einarbeiten. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. Ich würde das Ganze einmal setten. Ich habe nämlich keine Puder gekauft. Ich weiß nicht warum. Hol dich nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Foundation ist einmal abgepudert. Es sieht sehr, sehr schön aus. Unter den Augen ist es noch so ein bisschen feucht. Ich habe nur eine ganz kleine Schicht Puder benutzt. Aber ich bin ein großer, großer Fan davon. Vor allem, wenn das Ganze gesettet wird, ist das sehr, sehr schön. Wir machen weiter, Freunde. Wir knallen richtig durch heute. Ich habe hier einen Bronzer. Das ist der Demo-Bronzer oder die Farbe heißt Demo und das Packaging erinnert mich so ein bisschen an diese Marc Jacobs Bronzer. Sehr schöne Farbe, diese Farbe hier. Das ist Demo. Es hat auch so ein kleines Pressing drin. Und ich mache erstmal hier so wie eine halbe Seite. Er ist sehr, sehr stark pigmentiert. Also ihr müsst wirklich vorsichtig sein mit diesem Bronzer, aber fertig. Sehr weich, gefällt mir vom Finish her fast wie das von Charlotte Tilbury. Ich mache gleich mal die andere Seite, dass ihr so ein Gesamtkonzept seht. Auch hier, ich habe nichts an diesem Bronzer auszusetzen. Er hält den ganzen Tag und ich weiß nicht, was los ist, dass ich auf einmal ein Fan von Revolution Beauty geworden bin. Ihr wisst, also es klingt jetzt so alles als, okay, ja, naja, er probiert es doch gerade das erste Mal. Nee, nee, ich habe die Sachen alle schon probiert und es ist unglaublich gut. Gestern war einer meiner besten Make-up-Tage seit langem und es sieht wunderschön aus. Ich habe noch ein anderes Produkt und das ist die Graviate-Palette. Die sieht einmal so aus, erinnert mich so ein bisschen an die von Letizia Lehmack. Und Love, der Blush ist sehr, sehr pink. Ich benutze einen anderen Blush. Und der hier, dieser gebundene Ton, ist sehr, sehr pigmentiert. Also das ist fast wie Schokolade und sehr, sehr intensiv. Aber vom Finish her, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, auch etwas feuchter. Ich gebe mir die Farbe noch ein bisschen hier so hin. Ist ein sehr intensiver Bronzer. Also wirklich vorsichtiger Arbeiten ist hier wirklich das A und O. Und das Finish ist so ein bisschen feucht. Ich glaube, das war schon viel zu viel. Ein Produkt, wo ich ein bisschen schlechte Laune bekommen habe, war dieser hier, dieser Blush. Das ist nämlich, es sieht vom Packaging 1:1 so aus wie das von Natasha Denona, dieser Bloom Blush. Auch hier, so von innen, ne? Also welcher ist jetzt welcher? Aber auch hier die Farbe ist schon schön. Das ist die Farbe Risk. Und das setze ich mir hier hin. Der hat einen ganz feinen Schimmer drin. Schöne Farbe, sehr soft. Man kann nicht zu viel davon tragen, weil er recht soft auf rauskommt. Aber super. Ich gehe jetzt doch noch so ein bisschen hier in den Highlighter rein.
und trage mir den auf. Der ist sehr wet. Also der Highlighter sieht aus wie der Highlighter aus der Charlotte Tilbury Palette, aus dieser Contour-Palette. Dieser sehr helle, sehr eisige, sehr glowige. Freunde, und das ist einmal meine fertige Base mit den Revolution-Produkten. Ich sette das Ganze einfach nochmal mit dem Face Fix. Und dann ist das ein wunderschönes Make-up. Ich habe bis jetzt nichts dran auszusetzen gehabt. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar andere Produkte bekomme. Die werdet ihr dann in einem nächsten Video sehen. Vielleicht diese Woche wahrscheinlich nicht, vielleicht nächste Woche. Ich bin gespannt, was ihr A zu Revolution sagt, dass sie schon wieder eine neue Marke rausgebracht haben. Ob ihr vielleicht schon ein paar Produkte bestellt habt oder ob ihr nach diesem Video ein paar Produkte bestellt. Ich sage danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen spannenden Video am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf!